Kommen wir zu einer etwas amüsanteren Geschichte. Ich habe nämlich gesehen, dass tatsächlich der Mark Eggers zusammen mit der Angelina Pacciulli ein Video aufgenommen hat. Da ich beide ja auch kenne, also was heißt kenne, sind halt beides so Creator auf YouTube, ne? Habe ich mir gedacht, dass wir uns das vielleicht einfach mal gemeinsam angucken und einfach mal schauen, was die da so zusammen gemacht haben. Ja? Und da dachte ich mir, gucken wir uns das doch mal an, was da so passiert. Genau. So, was steht hier drauf? Macht dich stark zu klug. Welchen Duft findet Mark Eggers an einer Frau sexy? Parfum-Ranking. Let's go! Los. Ja, was soll ich sagen? Okay. Fühlt sich so an, als wäre es mein Video, ist aber nicht. Ja. Nee, herzlich willkommen auf diesem gut riechenden Kanal. Passt. Ich interessiere mich sehr für Parfüm und wenn es für dich auch interessant ist, dann abonniere doch einfach. Ja, ey, du bist mega So. gut. Du machst mein Intro. Hallo meine Lieben, willkommen auf diesem gut duftenden Kanal. Mein Name ist Angelina Pacciulli und ich bin zu Gast bei Mark Eggers, aber eigentlich bist du bei mir zu Gast im Video. Stimmt, wir drehen das Video bei mir, aber es ist bei dir auf aber dem du Kanal. Bist mein Gast. Stimmt, ja, danke, dass ich dein Gast sein darf. Danke auch, dass ich hier sein darf. Ich bin jetzt hier heute in Köln und wir werden ranken, oder besser gesagt, Mark wird ranken, und zwar Damendüfte. Es geht um Damendüfte und du musst mir sagen, ob du den Duft schätzt an einer Frau oder ob du den sexy findest, ob du den als No-Go, wie soll ich das sagen? Du hast vorhin gesagt, in der Schweiz redet man anders hier als in Köln. Den Duft schätzen an einer Frau, das habe ich so noch das nie gehört. Das hast du noch nie? Okay, jetzt muss ich mich jetzt hier... Nee, gar nicht. Wie gesagt, Angelina Pacciulli kommt aus der Schweiz? Das hätte ich ja nie gedacht. Was heißt denn Klopapier? Hey, ganz am Anfang oder was? Mach dich stark für Klos. Ja, was soll ich sagen? Okay. Fühlt sich so an, als wäre es mein Video. Hä? Ja, verstehe ich auch nicht. Egal. Komm, wir gucken jetzt. Es geht... Ach, der testet auf Klopapier. Nee, oder? Hä? Welcher Mensch? Okay, ich frag nicht nach. Den Flakon und Okay. du aber nicht. Und ich rieche einfach nur und sag nur, ob er gut oder schlecht Und ist. danach sage ich, was es war. Und hier steht was drauf, aber das lese ich jetzt hier nicht. Du Du darfst spielst. nicht Nein, schauen. nicht. Schau nicht. Okay, jetzt kommt der erste Duft, den du ranken darfst. Bin super gespannt, ob ich irgendeinen erkennen werde, weil ich bin nicht so Frauenparfüm-affin. Also Ja. da kenne ich mich leider nicht so gut aus. Hä, vor allen Dingen Klopapier riecht doch selber total stark. Das macht gar keinen Sinn, was die da machen. Dann nimm doch lieber normales Papier, was nicht riecht. Aber Klopapier hat doch schon so einen Klopapiergeruch. Deshalb finde ich es umso spannender Okay, als ersten Duft Libre Intense von Yves Saint Laurent kenne ich persönlich noch gar nicht. Jetzt mal was riechen zu können. Du darfst den ersten. Kann ich jetzt schon Ja, gucken? ja. Okay. Ui. Das ist mal so ein Frauenparfüm, dann geht bei mir das Kopfkino mal los, ne? Dann Ja, ist gut. verbinde ich von dem Beschreib mal, Hauptsache was in deinem, Kopfkino oder beschreib so. mal, was in deinem Kopf so vorgeht. Das willst du nicht wissen, was ich mit der Dame angeschnitten habe. Nein, nein, nein. Also dieser Duft gefällt mir richtig gut. Ach. Letzte Woche haben wir noch so ein Video von American Psycho gesehen. Hoffentlich war es was anderes als das. Wirklich? Ja, boah, Beschreib der. mal. Und ich habe das Gefühl, ich kenne irgendein Mädchen, die diesen Duft hat. Wie ist das eigentlich so bei, also bedanken sich die Leute auf Twitch nur bei Subs oder auch bei Follows? Ich denke mir jedes Mal, warum sollen die Leute denn subben, wenn ich mich dann nur bei, wenn ich mich da überall bedanke, egal was jemand macht. Ja, ich kenne mich noch nicht so aus hier. Das kann sein. Das ist jetzt kein Nischenduft. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das nicht sogar eine gute Freundin von mir ist. Ah, wirklich? Boah, Frag die ich doch. war gestern ja tatsächlich noch unterwegs gewesen. Da hat 100% ein Mädchen im Club so gerochen. Das kann gut sein, weil das ist ein Duft, der wird relativ gehypt, sagen wir Ja, mal. Das Dankbarkeit ist immer gut, ja. Nach Klopapier. Okay. In der Duftpyramide Klopapier 1 Nummer 1. Richtig gut, der ist irgendwie frisch, nicht zu süß. Aber schon auch süß, oder nicht? Ja, aber nicht zu süß. Es gibt so süße Düfte, die sind einfach zu krass süß Ja, irgendwie. La Vie est belle. Bitte sag mir, wie findest du La Vie est belle? Noch nie gerochen. Von der Kuh. Der, also wirklich. Ich ranke auch gerne später nochmal, Ja. aber der gefällt mir richtig gut. Wenn eine Frau Von so 1 bis 10? wäre das wahrscheinlich eine 9. Wow, okay, das ist gut. Aber. Riechst du hier eine maskuline Note raus? Das sagen manche. Nee, die rieche ich nicht raus. Ich könnte den aber sehr gut als Unisex-Duft einordnen, auch Ja, finde ich. würde Und ich ich. vertragen. Nee, ich nicht, aber können mir viele meiner Kollegen vorstellen. Da klingelt wieder. Vielen Dank. Davolos. Ich glaube, der ist nicht so teuer. Ich hätte das Gefühl, dass das eher ein günstiger Duft ist, um ehrlich zu sein. Der riecht Ja. so. So ein bisschen, sage ich noch,
Dior Sauvage hatte ja auch früher die Kritik, weil er so ein bisschen chemisch war. Ja. Und ich finde, das hat ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich das an dieser Stelle schon mal so ein kurzes Zwischenfazit ziehen kann. Ich muss ehrlich sagen, ich finde sie in diesem Video tausendmal angenehmer als in den anderen Videos, wo sie halt so viel verkauft. Also sie verkauft die Düfte ja regelrecht an die Leute. Und ich finde das echt eine super, super, super angenehme Abwechslung jetzt. Dass es so ein bisschen lockerer ist und nicht so, weißt du? Das finde ich wirklich gut. Also die sollten das öfter machen oder sie sollte öfter Gäste einladen. Finde ich viel besser. Richtig gut. So ein bisschen diese Note mit drin, so dieses Künstliche, weißt du? Find Keine ich. Hochwertigen Stoffe, die drin sind, die du rausriechst, aber er riecht gut. Er riecht gut. Ich bin gespannt, was es ist. Das ist der hier. Kennst du den? Yves Saint Laurent. Aber der ist ja mega. Aber hast du richtig, ist ein Designer. Kostet auch nicht so viel. Ich glaube, der hier hat irgendwie 40 Euro. Der Flakon ist auch echt wild, ne? Aber ist gut, eine 9, ist mega gut. Mein Geschmack, ich finde ihn gut. Aber vielleicht habe ich auch einfach gerade eine echt schöne Erinnerung noch. An die Frau. Ja, sie ist auch bei Marc Gebauer gewesen. Habe ich zumindest auf Instagram gesehen. Ja, inzwischen, ich glaube, die Leni muss noch zu Marc Gebauer. Ich finde das auch gut, dass alle so mehr was miteinander machen. Ich habe auch jetzt ein, zwei. Ich würde unfassbar gerne mit dem Fragrance Dog was machen. Da sind wir schon im Austausch. Mit dem Alexander Weißer will ich was machen. Da sind wir im Austausch mit dem Duftbunker, was auch bestimmt sehr, sehr witzig wird. Müssen wir mal gucken. Ja, da werde ich auf jeden Fall mal ein bisschen auch hinterher sein, weil ich glaube, wir machen alle dasselbe Thema. Wir sollten mehr miteinander was machen. Also, so videomäßig, ne? Erstmal. Die diesen Duft getragen hat. Aber ist es nicht bei dir auch so, dass also ich verbinde mit Düften immer Emotionen, Sachen, die ich erlebt habe? Also es gibt nichts, womit ich mehr an meine Ex-Freundinnen denke als ein Duft. Ist so, wirklich? Ist komplett so, ja. Also entweder positiv oder dann negativ, wenn du den dann riechst. Immer nur positiv. Nächster Duft, finde ich gut. Yves Saint Laurent Düfte mag ich sowieso gerne, auch für Männer. Ja. Wisst ihr Bescheid, La Nuit de L'Homme, man kennt ihn, Klassiker. Unfassbar guter Duft, oder? Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich mach wieder zu. Weiter geht's zum nächsten, okay. Da bin ich jetzt auch gespannt, was du zu dem sagst. Das ist auch dein Duft. Oha, als dabei. Frau Leder... Digga. Oder war das jetzt, um zu testen, ob er einen Männerduft erkennen kann? Also das ist ja schon, danke für, Taylex für den Sub. Der Duftbunker würde dir einen Song widmen. Das wäre die größte Ehre, sag ich dir. Ich habe ewig mit dem Sprachnachrichten getauscht. Netter Kerl, wirklich, wirklich nett. Leder 6, jetzt mal back to topic. Das ist schon ein bisschen maskulin, Angelina. Also, Übrigens, was ich gar nicht erzählt habe. Sie hat mir das Sample von Sir Santal geschickt. Birkholz. Ha. Genau. Ja, ich hab das auf Parfumo gesucht. Sie war die Einzige, glaube ich, die es angeboten hat. Und hab dann gesehen, Angelina irgendwas so. Okay. Profilbild angeguckt. Zack. Sehr cool. Deshalb, die kommen nicht aus der Schweiz, oder? Vielleicht war die da zu Besuch oder so. Einer ist dabei, den ich auch sehr, sehr, sehr... Doch, einer ist dabei. Ja, ich habe ja mehrere. Du glaubst... Kann ich wieder auch? Mhm. So also jetzt bin ich gespannt, was du dazu sagst. Mit so einer Tasche an, so mit den ganzen Düften. Eine Kühlbox. Oh, das ist ja... Riecht ja wie Black Afghano, ey. Oder hat er was? Das ja. Spicy, was ist das? Victor und Rolf oder was? Vielleicht Weihrauch. Vielleicht ist da Patchouli drin. Patchouli? Ich finde den Namen übrigens gut. Angelina Patchouli. Ja, ich finde das ein auch. Richtig guter Name, weil mir auch Leute schon mal, haha, du machst dich da Lust. Patchouli! Das hat gar nichts damit zu tun. Ich finde das richtig kreativ und nice. Ja. Das ist ja dein Nachname. Ja, ist mein Nachname. Der schwingt auch voll schön. Ich bin auch echt dankbar an meine Eltern. Genauso wie Angelina dein Vorname ist. Also PayPal-Adresse war was anderes, kann ich sagen. Oder du hast zwei Namen oder eine Schwester, die anders heißt. Eltern lassen mir diesen wunderschönen Namen. Wie nennen wir sie mit dem Namen? Sieht aus wie eine Patchouli. Ja, aber ich finde den Namen Angelina Patchouli richtig sie, schön. Solange sie sich als Kind riecht, die Patchouli, ist doch alles gut. Danke, Agent 31415 für den Follow. Wollte ich einfach nochmal sagen. Der Duft gefällt mir nicht so gut. Das könnte aber auch ein Männerduft sein. Vielleicht. Das ist das ein Männerduft? Vielleicht. Also ich finde, er ist unisex und ich liebe den an mir. Tuscan Leather? Nein. Aber Tuscan Leather hast du doch selber, oder? Nee, Ombre Leather. Ach, du hast Ombre Leather. Stimmt. Wer heißt denn eigentlich so, wie er auf YouTube heißt, muss man sich ja wirklich fragen. Also Mosby heißt bestimmt auch nicht Mosby, würde ich jetzt mal glauben. Ja, da kann ich nur viel Duft. Sehr guter Duft, ja. Das ist ein Lederduft, oder nicht? Leder ist im Namen drin. Aber das ist für mich ein Männerduft, den sehe ich nicht bei einer Frau. Also wenn so eine Frau bei mir ist, würde ich echt gucken. Also wenn dein Date so riecht, würde ich gucken, dass ich rauslaufe. Dann wäre ich so gut. Dann. Von 1 bis 10? Oh. Für Frauen, das ist eine 1. Eine 1! Also, ich wusste es, dass du den schlecht rankst. Nein, ich feiere den mega, aber ich weiß, dass der nicht gut bei Männern ankommt. Ich wusste das. Schwarzlose Berlin Leder 6. Und ich
Hier ist, glaube ich, mit der 6 was anderes gemeint wie die Zahl. Mhm. Ursprünglich hieß der Fetisch. Ja. Das Bild ist so ein bisschen fetischmäßig. Oh, der riecht hier aber anders. Genau. Aber der ist doch geil. Würdest du den jetzt an dir setzen? Nee. Auch nicht. Aber ich bin, also bei mir ist es auch immer so phasenweise und ich bin gerade nicht auf dieser Oud, Leather, ja, so, nicht. Das ist gerade irgendwie, bin ich davon ein bisschen weg. Aber dann Ombre Noir zu tragen. Ja, der ist der Einzige, der es geschafft hat. Ich habe super viele Düfte in die Richtung. Ist der Einzige, der es geschafft hat, momentan zu überleben und der mein absoluter Lieblingsduft. Ja, der ist auch echt Hammer. Es tut mir wirklich leid. Aber hättest du mir den jetzt als Männerduft gezeigt, hätte ich gesagt, ja, es ist so Mittelmaß. Ah, echt? Okay. Gut, aber wenn ich den, jemand... Ich finde, das ist ein richtig guter Lederduft. Aber halt nicht für Frauen, würde ich sagen. Also, kann ich mir nicht vorstellen. Draußen diesen Herren hier daten möchte, dann nicht mit Leder 6, außer wenn ihr möchtet ihn loshaben, dann... Hauptsache, ihr datet mich. Duft ist völlig egal. Ist Hauptsache, egal. Ich komme irgendwann mal unter. War and Peace. Okay, es geht weiter. Weiter geht's für mich. Gut, ich mach wieder zu. Ich lerne heute richtig was, da freue ich mich. Weil ich oft so Fragen bekomme, auch oft fragen mich Frauen nach guten Düften und dann muss ich sie immer ein bisschen trösten. Ja. Okay. Und dann kannst du nichts sagen. Ich sage immer, abonniert Angelina Pacciucci. Sehr gut, richtig so. Das ist nämlich die 10.000 Follower voll machen, Leute. Wer noch nicht abonniert hat, jetzt mal abonnieren auf die 10.000, es wird Zeit. Genau. Jetzt, hier, abonnieren. Wir warten. So, wir warten. Warte, kenne ich. Ah, warte mal. was ist? Wieso hast du so? Nur so? Tabak und Vanille? Nee. Nein. Du musst. Ach, hier, Baccarat Rouge, denkst du. Ja! Ach, oh, sorry. Aber der hat auch Ähnlichkeit mit Tabak und Vanille, ne? Findest du? Da ist doch keine Vanille drin und kein Tabak. Nee. Nein, Zuckerwatt ist das. Safran, Zuckerwatt. Findest du nicht, dass Tabak und Vanille ein bisschen so riecht? Ja, das ist die absolute Nummer 1 für die Frauen momentan. Das Ding ist der most hyped Damenduft. Er war aber sehr viele Männer dran gehen. Ja, Justin hat mir mal Gebauer gesagt, dass Justin den trägt. Wusste ich gar nicht. Und ich habe zu Marc Gebauer gesagt, das ist ein Damenparfüm. Ja. Das ist doch ein Unisex-Duft. Und den Duft hat auch wirklich jeder. Das stimmt. Ich habe aber auch gedacht, dadurch, dass er so süß ist, dass ihn Männer nicht tragen. Es gibt eine Intense-Version, richtig? Ja. Die würde ich mir nicht holen. Die ist noch süßer. Ich würde die nicht holen. Ich finde, der ist eh schon so stark. Mhm. Auch an alle Damen, bitte nur ein bis maximal zwei Spritzer. Weißt du, wie viel ich davon? Ja, ich kann den auch nicht mehr wirklich riechen, wenn ich ehrlich bin. Hat so ein bisschen auch die Zeit jetzt schon gesehen, wie die meisten. Also ich, klar, guter Duft und so, aber ich muss den jetzt auch nicht immer riechen. So. Und es gibt sehr viele Leute, die den tragen. Fahren wir nach Düsseldorf, da trägt den jeder Dritte auf der Straße. Ständig Baccarat Rouge riecht man da. Ganz, ganz schlimm. Boah, findest du den nicht so extrem? Nein. Deine Nase hat sich schon... Aber ist ein guter Duft, ja. Ich glaube, die ist damaged. Meine Nase... Voll geil, dass ich den auch mal so in der Hand habe. Nee, ich habe leider keine Alternative für den Reflection Man. Tut mir sehr leid. Bis jetzt noch nicht. Du könntest mal schauen, dass du vielleicht den Dua-Klon davon trägst, weil der war ganz gut, fand ich. Geiler Duft, ne? Was kostet der? 220 oder so. Aber ich finde, jeder Cent ist wert. Oh, ist der Duft wert. Der ist so nice. Ja. Der ist wirklich gut, ey. Can! Schläft man sich das weg. Witzige ist ja... Baccarat Rouge soll ja komplett nur aus synthetischen Duftmolekülen bestehen. Habe ich mal irgendwo gehört. Das ist dann schon, ja, für den Preis, weiß ich nicht. Wenn man sagen, geiler Duft, absolut. Sprühen im Schlaf damit ein und dann am nächsten Morgen so viel. Wirkt schon so komisch, mein Kollege liegt in meinem Bett und kann ich sprühen im Schlaf. Ja, und dann denkt er so, was ist hier los? 10 von 10. 10 von 10. Muss ich geben. Yes. Das sind die 10 von 10 Punkte. Du hast ihn ja auch empfohlen, ne? Ich finde ihn so geil, diesen Duft. Und ich hoffe, dass er nicht irgendwann overhyped ist. Ich habe immer gedacht, so Duft. Ist ja auch noch nicht der Fall. Es war kaum zu glauben. Meine Kamera hat keinen Akku mehr. Nein. Oh, ich hab mir noch gedacht, soll ich die noch aufladen? Dann müssen wir jetzt mit der Cam hier weitermachen. Muss ich mal online stellen jetzt. Düfte, die so teuer sind, können nicht overhyped sein. Aber bei Creed Aventus merkt man es, dass ein extrem teurer Duft, ne, also gibt natürlich immer noch Luft nach oben, aber auch overhyped sein kann. Genau. 10 von 10. Baccarat Rouge. Boah, der ist echt stark. Der ist Hammer, oder? So, das ist... Funkigster Flakon ever übrigens. Der ist halt so, das ist eine Kaugummi-Nummer hier, ne? So. Riechst du da keine Vanille raus oder? Rhabarber vielleicht? Rhabarber riecht ja noch nie an Rhabarber. Finde ich nicht so schlecht, wären 7 Punkte, würde also ich sagen. Gut, aber nicht so der Hammer? Ist mir zu Süßbonbon-mäßig. Ah, okay. So Eistee hier. Eher so an jüngeren Frauen?
Ja, das ist jetzt kein... Ist das wirklich so, dass Baccarat Rouge so viel getragen wird oder ist das so ein bisschen Parfum-Bubble-Wahrnehmung? Das ist, also wenn Arbeitskollegen ankommen und einen Duft empfehlen, die eigentlich keine Ahnung von Parfum haben, dann ist ein Duft overhyped. Also zumindest, wenn es halt so ein Duft wie Baccarat Rouge ist, der halt ständig empfohlen wird von den Leuten. Deshalb, das ist so meine Definition von overhyped, wenn ich ehrlich bin. Und ich kriege den ständig empfohlen von irgendwelchen Leuten, die dann sind so, ach, du machst Parfum? Ah, kennst du den Baccarat Rouge? Ja, den habe ich letztens, wurde der mir empfohlen, den habe ich jetzt neu gefunden. Ja, der ist richtig richtig scharf, neuerdings. Ist ganz neu rausgekommen. Und dann bin ich immer so, yo, kenne ich schon seit 2 Jahren oder einem Jahr oder wie lange es den gibt. Den jetzt wirklich eine gestandene erwachsene Frau tragen sollte, würde ich okay. Ehrlich sagen. Der ist du sehr viel, das ist echt so jetzt, ja. Nicht deins. Aber es ist voll schwer zu erriechen, was das sein könnte, auch für eine Brand. Also du könntest jetzt nicht sagen, ist es Nische oder Designer? Boah, das ist echt schwer, aber ich würde sagen Nische und was habe ich, 7? 7. Obwohl 7 ist eigentlich schon nicht schlecht. 7 ist nicht schlecht, der ist auch nicht so schlecht. Für eine gewisse Gruppe, glaube ich, ist der richtig. Ist der gut, okay. Kennst du den? Thierry Magler, Aura. Krass, der ist... Kennst du den? Ja. Thierry was? Thierry Magler? Mugler, der ist glaube ich Schweizer oder Franzose. Aber Magler, also das ist ja so, als würdest du Dior Sauvage sagen. Oder Creed Adventus. Ich habe immer gedacht, der riecht so ein bisschen düster nach einer wirklich so einer Waldaura. Naja, wenn du das jetzt so sagst, dann sehe ich den Vorspeich vor mir. Dunkle. Aber findest du nicht auch, dass der so Bubblegum ist? Ja, doch. Der hat was Süßes, aber irgendwie auch ein Dunkel, habe ich so das Gefühl. So ein bisschen düster. Ist nicht so schlecht, aber ich mit der 7 bin ich, glaube ich, gut aufgehoben. Okay, ja. Jetzt kommt der letzte. Da bin ich jetzt auch gespannt, was du sagst. So, okay. Oh, okay. So. Okay. Immobilienmakler. Oh. Oh. Oi, 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 oi. Na gut. Aber Erbapura als Frau ist doch eher selten, oder? Erbapura tragen doch eher Männer. Und apropos, ich sage ja immer, das riecht nach Tempotaschentuch. Deshalb finde ich es sehr ironisch, dass sie das auf dem Klopapier aufgespült haben. Es verstärkt wahrscheinlich nochmal so diesen Vibe, den das für mich hat. Das ist der frischeste. Kann das sein? Also ich finde, der riecht frisch. Ja, aber frisch und was noch? Findest du den nicht auch sehr fruchtig? So cocktailmäßig so ein bisschen? So himbeermäßig, finde ich. Kann das sein? Ja, das ist ein fruchtiger Fruchtcocktail. Finde ich gar nicht so schlecht. Ja, aber den würde ich nur 6 Punkte geben, glaube ich. Oh, wirklich? Aber ich muss... Es gibt Leute, die halten den schon sehr. Aber ist ja egal. Naja, ich finde nicht... Fühle ich aber auch, wenn ich ehrlich bin, ich finde den auch jetzt nicht mehr so, habe ich ja schon öfter gesagt, ich finde den so ein bisschen nicht so gut. Boah, diese Perspektive, Freunde. Längst. Es ist gerade so schwierig, weil wir hier so 2 echt sehr gute Düfte auch hatten, die mich sehr, sehr überzeugt haben. Mhm. Nee, ich würde bei 6 Punkten bleiben irgendwie, weil der mir ein bisschen zu fruchtig irgendwie ist. Und auch zu süß, oder? Ja, 6 Punkte wären... Bessere Alternative dazu, auf jeden Fall, ein Barthaar ist zu lang, wirklich. Oh nein, jetzt hat man das sehen können. Ah ja, genau. Symphonium fand ich eine geile Alternative, weil der ist so ein bisschen ähnlich wie der Erbapura, nur mit so einer dunklen Schokonote. Lass mich den gerade nochmal raussuchen. Hier, die Geschichte. Den fand ich sehr, sehr gut. Also war auch fruchtig am Anfang, aber dann eben mit Schokolade. Und ja, wie ihr sehen könnt, Haltbarkeitsjahr des Todes. Und den fand ich eine coole Alternative zu Erbapura. Also zumindest so von dem, was ich da wahrgenommen habe, ne? Mir ein bisschen zu fruchtig und zu süß, aber ist trotzdem guter Duft. Nische oder Designer? Das ist, glaube ich, Designer. Oha! Also, das ist jetzt einer der von den Sergio. Marc wird sich das auf jeden Fall zweimal anschauen, das Video. Von den Sergio, der wirklich gehypt wird und so viele Leute lieben diesen Duft. Deswegen dachte ich mir auch so, der kommt bestimmt gut an beim Eggers. Aber in dem Fall nicht. Ich weiß nicht, weil ich hier vorher schon so viel... Du hattest halt Baccarat schon. Baccarat ist halt schon sehr geil und den finde ich halt auch geil. Das vielleicht musst du den auf deiner Haut mal. Das ist auch immer schwer dann zu sagen, ne? Nische, Designer. Nee, danke. Ich finde die nicht schlecht, aber 6 Punkte ist auch okay. Ist okay. 6 von 10, aber ja gut, ich meine, der war noch schlechter. Also ja, der war... Schwarzlose? Noch schlechter. Ach, der ist echt ein richtig guter Duft. Yves Saint Laurent. Ja, der ist, also den finde ich auch sehr geil. Also deine Top-Düfte, Baccarat und Yves Saint Laurent, die sind intens. Die 2. Wenn du ein Date möchtest mit Marc, trag die. Das wäre so die Reihenfolge. Die beiden wären vielleicht gleich auf. So. Okay. Voll der schöne Flakon. Ich finde die auch schön. Die Flakons sind sehr, sehr mega. Was ist das, Samt? Ja, so ein Samt. Aber da muss man aufpassen, das ätzt weg. Also die Flüssigkeit, die ätzt hier so ein bisschen was weg. Oh Gott.
Wahrscheinlich ja. Alkohol. Darf ich mir zu welchem Barber gehst du? Ich gehe zu D'Aquaro in Düsseldorf. Das ist der Barber von Justin, wo ich hingehe. Der ist schon gut, aber ich sehe den mehr bei einer Frau. Mehr bei einer Frau. Ich finde den einfach, also nichts gegen Männer, die den tragen. Ich habe viele, viele Männer jetzt auch in letzter Zeit getroffen, weil ich darauf jetzt geachtet habe. Ne? Ja. Wenn man einen Duft neu hat, dann fällt einem der auch auf im Alltag. Ja. Viele Männer, die den tragen. Ich überlege, ob ich mir den auch holen soll. Ich finde den mega geil. Ist trotzdem eher mehr ein Frauenduft. Aber was ist es denn offiziell? Unisex. Ist Unisex. Offiziell Unisex. Okay, gut. Vielen, vielen Dank fürs Video, fürs Liken. Ja. Hat mich auch sehr gefreut. Ich fand es auf jeden Fall ein ganz cooles Video von den beiden. Und wer weiß, vielleicht ergibt sich ja irgendwann mal die Möglichkeit, da auch nochmal was mit einem von denen zu machen. Ne? Ist auf jeden Fall, hat sehr gut gepasst. Wie gesagt, ich fand, dass ihr einen Content auf jeden Fall so ein bisschen auflockert und so ein bisschen abwechslungsreicher auch macht. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut.